So, wie Sie eben gelernt haben, oder am Anfang der Lerneinheit, kann eine geografisch konzentrierte Branche, spezialisierte Anbieter, Arbeitsmarktpooling und Wissensexternalitäten in einer Weise gewährleisten, die in einer verstreuten Branche nicht möglich wären. Aber die Stärke einer solchen Branche hängt auch von ihrer Größe ab. Bei ansonsten gleichen Bedingungen nehmen die externen Skaleneffekte mit der Größe zu. Und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben, für das Zustandekommen von Produktionsmenge und Preis, das wollen wir uns in dieser Grafik anschauen. Da müssen wir eine Vereinfachung machen. In der Realität kommen externe Skaleneffekte oft ziemlich kompliziert zustande. Und damit wir uns erstmal nur auf die Auswirkungen konzentrieren können, nehmen wir vereinfacht an, dass externe Skaleneffekte so abgebildet werden, dass die Kosten einer Branche mit zunehmender Größe sinken. Okay? Das ist im Ökonomischen quasi der Kern der Sache. Und wenn wir also von Außenhandel absehen, dann würden wir ein ganz normales Marktgleichgewicht erreichen, wie in dieser Abbildung hier. Sie gibt den Markt für Dinge wieder. Dinge. Bei der üblichen Darstellung des Marktgleichgewichts hat die Nachfragekurve einen fallenden und die Angebotskurve einen steigenden Verlauf. Ne? Also eigentlich hätten wir so eine Angebotskurve. Okay? Sobald aber externe Skaleneffekte vorliegen, ergibt sich hingegen eine abfallende Angebotskurve. Und das sieht dann eben so aus wie hier. Das ist die fallende Angebotskurve jetzt bei externen Skalenerträgen. Je größer die Produktionsmenge der Branche ist, desto geringer der Preis, zu dem die Unternehmen zum Verkauf bereit sind. Denn die Durchschnittskosten der Produktion sinken mit zunehmender Produktionsmenge. Solange kein Außenhandel stattfindet, hat der ungewöhnliche Verlauf der Angebotskurve hier erstmal keine Bedeutung. Denn wie gewohnt befinden sich der Preis P1 und die Produktionsmenge Q1 an den Schnittpunkten von Nachfrage- und Angebotskurve im Gleichgewicht. Aber für unsere Sicht auf die Ursachen und Folgen des Außenhandels können sich dann doch enorme Auswirkungen ergeben, dadurch, dass wir jetzt eine fallende Angebotskurve haben. Und das werden wir uns in den anderen Abbildungen anschauen.